Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich glaube, das ist das spontanste und unvorbereitetste Video, was ich je für euch gedreht habe. Wir sind heute Nachmittag eingeladen und ich hatte gesagt, dass ich einen Kuchen backe. Und dann ist mir vor ein paar Tagen eine Zeitschrift in die Hand gerutscht, wo ich ein super leckeres Brownie-Rezept gesehen habe. Das sah so lecker aus, dass ich dachte, das muss ich unbedingt mal nachbacken. Hab's also noch nicht ausprobiert und heute bietet sich das ganz gut an. Und ich war gerade schon hier in der Küche zugange, um das Ganze vorzubereiten. Und dann dachte ich, warum zeige ich euch das nicht einfach? Also ihr seid live mit dabei, ob es funktioniert oder nicht und ob es schmecken wird oder nicht. Ich werde es euch erst am Ende berichten können. Also, ja, wenn ihr interessiert seid, dann bleibt doch einfach dran. Ach so, noch eine Sache, die ich euch gerne sagen möchte. Wenn euch meine Videos gefallen, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Oder was ich auch sehr, sehr schön fände, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ich mache auch mit den Abonnenten, die ich momentan habe, natürlich weiter. Aber ich freue mich einfach riesig darüber, wenn der Kanal wächst. Und ja, das ist einfach eine super Motivation für mich. Also wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben und wie ihr natürlich wahrscheinlich schon wisst, kostenfrei einmal abonnieren. So, jetzt geht's aber los. Also viel Spaß! Ich mache das heute einfach mal so, ganz spontan, nicht groß vorbereitet. Ihr braucht 300 Gramm Weizenmehl, 450 Gramm Zucker, ganz schön viel, eine Tafel Zartbitterschokolade, Peanut Butter, Marmelade. Da nehme ich jetzt eine selbstgemachte Kirschmarmelade, aber in dem Rezept steht Waldbeere. Aber ich hatte jetzt Kirschmarmelade da, deswegen benutze ich diese. Und 160 Gramm Kakaopulver, ein Paket Backpulver, drei Pakete Vanillezucker und zu guter Letzt 220 Milliliter Öl. Ich benutze Sonnenblumenöl. Ich finde, das ist immer ganz geschmacksneutral. Also verwendet am besten kein Olivenöl. In dem Rezept ist Backöl angegeben. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das genau ist. Aber ich weiß, dass man Sonnenblumenöl immer gut für Backrezepte benutzen kann. So, und zu guter Letzt eine Auflaufform. Und ich benutze noch Backpapier, damit das Ganze hier unten nicht so anbappt. Also das mache ich bei Rezepten, die ich das erste Mal ausprobiere, sowieso immer, damit ich eben nicht den Effekt habe, dass ich am Ende den Kuchen von dem Boden abkratzen muss. Vor allem, weil wir eingeladen sind und der Kuchen eigentlich auch gelingen sollte. Also, na gut, fangen wir mal an. Ich hatte noch eine wichtige Sache vergessen. Himbeeren. Die kommen zum Schluss obendrauf. Und genau, da reicht ein Paket Himbeeren. Ich weiß gar nicht, einen Moment. 125 Gramm sind das jetzt. Und ich glaube, das wird reichen. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. So, dann braucht ihr eine Schale, einen Schneebesen. Und dann kommt das Mehl in die Schüssel. Der Zucker. Wow, ist das viel. Okay, alles klar. Das Kakaopulver, das Backpulver, Vanillezucker. So, dann wird das Ganze gemischt. Dann kommt ein Esslöffel Peanut Butter, also Erdnussbutter, hinzu. Ja. Aber ihr braucht für später auch noch ein bisschen Erdnussbutter. Also das war es noch nicht. So, dann das Wasser. Das Öl. So, jetzt wird das alles gut verrührt. So sieht das Ganze dann aus. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich saftig aus. So, ihr braucht jetzt eure Auflaufform mit dem Backpapier. Und dann kommt der ganze Teig da rein.
Zu guter Letzt kommen hier die drei Toppings. Stimmt überhaupt nicht. Die vier Toppings, da gehören ja noch Himbeeren dazu. Genau, die habe ich jetzt aber gerade noch in der Spüle. Die hatte ich gewaschen. So, dann fangt ihr mit der Schokolade an. Ich habe da jetzt so kleine, die kleinen Stückchen gebrochen. Und ja, und die setze ich jetzt einfach in den Teig rein. Also ihr versenkt die sozusagen im Teig. So, dann als nächstes nehmt ihr die Marmelade und setzt immer so zwischen den Schokostücken. Steht in dem Rezept, aber ich denke, das ist auch egal. Ihr könnt es auch da drüber machen, einfach so ein Teelöffel Marmelade. Drückt das auch so ein bisschen ein. Kommt das Erdnussmus, da nehmt ihr auch immer so einen kleinen Teelöffel und setzt das noch dazwischen, also zwischen die Marmelade. Müsst ihr das so ein bisschen miteinander verziehen, dass sich das so ein bisschen mischt. Deswegen müsst ihr es nicht ganz akkurat machen. Also man soll da irgendwie so durchgehen, dass auch überall ein bisschen Marmelade und ein bisschen Peanut Butter ist. Okay, sieht jetzt nicht mehr so mega appetitlich aus. Aber gut, schmecken soll es ja, ne? So, machen wir hier noch, da noch, so. Schön gleichmäßig, hier ist noch ein bisschen, genau, okay. So, und zu guter Letzt kommen jetzt noch die Himbeeren rein. Die drückt ihr auch so ein bisschen in den Teig rein, dass die beim Backen nicht verbrennen. Das ist jetzt eigentlich schon genug und ihr seht, von den 125 Gramm sind noch ein paar Himbeeren übrig. Also ich denke, 100 Gramm würde auch reichen, aber ich setze jetzt einfach noch ein paar Himbeeren dazwischen. Kann man ja nie genug haben. Und den Rest darf ich jetzt gleich naschen. Und ich finde, dass das jetzt schon ziemlich lecker aussieht. So, und dann kommt das Ganze bei 160 Grad für 45 Minuten in den Backofen. So, voilà, der Kuchen ist fertig. Er duftet auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich habe ihn jetzt ein bisschen abkühlen lassen und mir eine Gabel genommen. Hier vorne ein Stück schon zurechtgeschnitten. Und jetzt machen wir mal den Test, wie das Ganze schmeckt. Mmh. Oh Gott, ist das saftig. Mmh. Könnt ihr das hier unten sehen? Ich glaube nicht. Ne? Da ist die Seite. Da unten diese saftige Ecke. Boah, es ist tierisch saftig, total lecker. Vor allem hier, ich mache noch ein Stück. Mmh. Vor allem hier mit den Himbeeren. Also, ich würde sagen, der Kuchen ist auf jeden Fall gelungen. Den könnt ihr ausprobieren. Mein Okay habt ihr. Nein, also im Ernst, der ist wirklich total lecker. Ja, einfach super saftig und wenige Zutaten, schnelle Zubereitung. Genau das, was für mich ja auch ganz wichtig ist. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Backt ihn auf jeden Fall gerne mal nach und gebt mir Feedback. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!